Erziehen ohne Schimpfen gibt es das Konzept der Ja-Grenze, was ich bei Artgerecht vertrete. Und Ja-Grenze heißt, ja, ich verstehe, dass du noch ein Eis willst. Jetzt gibt's Mittagessen, mein Schatz. Ja, ich verstehe, dass du sauer auf deinen Bruder bist und dass du ihm gerade eine gehauen hast, weil du bist dreieinhalb. Ich möchte nicht, dass du ihn haust. Ich möchte, dass du zu mir kommst, wenn du sauer bist. Ja, ich verstehe, dass du noch eine Stunde Tablet spielen willst. Ich habe auch Tage, ey, da könnte ich Netflix einfach. Wir gehen jetzt trotzdem in den Wald, mein Schatz. So, das heißt, ich kann dem Kind ein Ja geben und sagen, ja, deine Empfindung, dein Bedürfnis, das ist legitim. Läuft aber nicht. Grenze. Und die Erfahrung zeigt, dass es total hilfreich ist. Die Eltern sagen dann manchmal, ja, mein Kind brüllt aber trotzdem. Ja, natürlich brüllt dein Kind. Aber wir wissen aus Studien, und das ist dann wiederum der Wissenschaftsteil von Artgerecht, dass die Kinder schneller lernen, mit Frustrationen umzugehen, wenn sie ein Ja kriegen, als wenn sie doppelten Druck durch ein persönliches Nein und eine Ablehnung kriegen, plus die Frustration.